Okay, dann bitte ich um Ihre Ruhe. Ich sollte ganz herzlich von Herrn Hoffmann grüßen. Der ist auf einem Termin in München, deswegen leider heute verhindert. Ich wurde gebeten, ihn zu vertreten und Ihnen auch Frau Professor Sabine Lingenau mal vorzustellen. Sie ist extra aus Fulda heute angereist. Ich werde kurz was zu Ihren beruflichen Stationen sagen und dann an Frau Lingenauer eben übergeben, die uns heute einen Vortrag zur Regio-Pädagogik als inklusive Pädagogik für alle Kinder präsentieren wird und damit im Grunde zwei ihrer Forschungs- und Themenschwerpunkte verbindet, einmal die Regio-Pädagogik und einmal die Inklusionspädagogik. Frau Lingenauer ist ursprünglich ausgebildete Erzieherin, hat dann eine Ausbildung zur Diplom-Heilpädagogin gemacht, dann auch noch zur Diplom-Pädagogin, hat in Dortmund promoviert, nach Stationen beim Deutschen Jugendinstitut in München und auch in Berlin, ist sie jetzt an der Hochschule Fulda und Studiengangsleiterin des Studiengangs Frühkindliche inklusive Bildung. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig wiedergegeben. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und sind gespannt auf Ihr. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich möchte Ihnen in einem ersten Schritt die Gliederung des Vortrages vorstellen. Ich werde mich zunächst auf zwei wesentliche, für den Vortrag wesentliche Aspekte des historischen Kontextes beziehen. Danach möchte ich gerne das Menschenbild, also die anthropologische Grundlage der Regio-Pädagogik beschreiben. Und zwar in drei Schritten. Zunächst bezogen auf das kompetente Kind, dann bezogen auf die kompetente Pädagogin und in einem dritten Schritt bezogen auf die kompetenten Eltern. Anschließend gehe ich auf die Rechte und die aus den Rechten resultierenden Partizipationsmöglichkeiten dieser drei Gruppen, Kinder, Pädagoginnen und Eltern, ein und werde Ihnen dann in einem nächsten Schritt die Projektarbeit in der Regio-Pädagogik vorstellen. Eng damit zusammenhängt die Frage der Dokumentation, wie werden Bildungsprozesse von Kindern dokumentiert? Und in einem abschließenden Schritt wollen wir nochmal auf die Fragen von Raum und Material in der Regio-Pädagogik blicken. Die Identität der Stadt Reggio Emilia wäre unvorstellbar ohne die Kindertageseinrichtungen. Wie ist es möglich, dass Kindertageseinrichtungen die Identität einer Stadt, nämlich jetzt hier der Stadt Reggio Emilia in Norditalien, prägen? Wie ist das möglich? Um das zu verstehen, müssen wir uns in das Jahr 1945 geben. In diesem Jahr befand sich in Villa Zella, das ist ein Vorort von Reggio Emilia, eines der Zentren des Widerstandes gegen den Faschismus. Kurz vor Kriegsende hatten die deutschen Besatzer unter der Bevölkerung Villa Zellas ein Massaker angerichtet. Am 25. April 1945 haben sich die Bürger Reggio Emilias selbst befreit. Und an diesem Tag haben Frauen und Männer in der Beseitigung der Ruinen und im ersten Aufräumarbeiten eine Hinterlassenschaft der deutschen Soldaten entdeckt. Nämlich einen Panzer, drei Lastwagen und einige Pferde. Bei diesen Aufräumarbeiten und in ihrer Entdeckung haben sie sich dafür entschieden, in einer Abstimmung, dass diese Hinterlassenschaft auf dem Schwarzmarkt verkauft und dann in ein soziales Projekt fließen sollte. Wir wollen eine Stätte für Kinder bauen, das war die Idee der Frauen. Die beste Antwort auf einen Krieg ist ein Kindergarten, in dem wir eine neue Generation und uns selber erziehen. Es ist also wichtig im historischen Kontext, dass die Stadt Reggio Emilia sich selber von der Gewaltherrschaft der Nazis befreit hat und diese Selbstbefreiung zum einen
einem politisch-kulturellen Demokratisierungsprozess nach 1945 führte und zum anderen zu einem sehr großen Selbstbewusstsein in breiten Bevölkerungsgruppen. Also wir halten fest, aus der Hinterlassenschaft des Krieges wurde die erste Kindertageseinrichtung gebaut. Sie trägt den Namen dieses Tages, dieses Befreiungstages, 25. April, und wurde zu einem Zentrum für Kinder, Eltern und Bürger und ist es bis heute. Sie sehen, wir beschäftigen uns jetzt also mit einem pädagogischen Ansatz, der anders als sämtliche anderen pädagogischen Ansätze zu Recht und aus dem historischen Kontext abzuleiten, den Namen der Stadt trägt, in der er entstanden ist. Wichtig ist jetzt eine zweite Vorbemerkung zum historischen Kontext, dass es in meinem Vortrag immer um die kommunalen Kindertageseinrichtungen und die kommunalen Krippen der Stadt Reggio Emilia geht. Wenn ich also von Reggio-Pädagogik spreche, meine ich ausschließlich die städtischen Einrichtungen. Und davon gibt es derzeit 20 Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und 13 kommunale Krippen für Kinder im Alter von 3 Monaten bis 3 Jahren. Eine Besonderheit liegt darin, dass in ihnen, also in diesen 33 Kindertageseinrichtungen, auch 45 Kinder mit Behinderungen betreut werden und dafür zu dem normalen Personal 40 zusätzliche Pädagoginnen eingestellt wurden. Auch hierzu möchte ich noch eine letzte kurze historische Anmerkung machen. In den 1970er Jahren, kam es in Italien zur Abschaffung der Sondereinrichtungen. Loris Malaguzzi, der langjährige pädagogische Berater der Einrichtungen, betonte bereits 1976, dass es in der Reggio-Pädagogik darum geht, eine einzige neue Pädagogik zu konstruieren, die imstande ist, mit einer bewussten Heterogenität von Kindern umzugehen. Und Heterogenität von Kindern meint an dieser Stelle Kinder mit Behinderung, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien und Kinder, die andere kulturelle und religiöse Hintergründe mitbringen in die Kindertageseinrichtungen. Damit ist, wenn in der Reggio-Pädagogik von dem Kind die Rede ist, immer ohne Ausnahme jedes Kind gemeint. Und um diese wichtige Basis, also eine Pädagogik, die wirklich für alle Kinder konzipiert wurde, nun zu verstehen, wenden wir uns jetzt dem Menschenbild zu. Das Menschenbild möchte ich Ihnen, wie schon eingangs erwähnt, in 3 Teilen vorstellen. Ich möchte zunächst mich mit Ihnen gemeinsam dem Bild vom kompetenten Kind zuwenden, um in einem nächsten Schritt auf die kompetenten Pädagoginnen und die kompetenten Eltern zu schauen. Die Reggio-Pädagogik basiert auf einem reichen Menschenbild. Das bedeutet, das Bild vom kompetenten Kind bringt gleichzeitig auch ein Bild von kompetenten Erwachsenen, nämlich von kompetenten Pädagoginnen und Eltern mit. Schauen wir jetzt zunächst auf das Kind. Eine sehr bekannte Aussage über das Kind ist zum einen, das Kind ist eifriger Forscher und Konstrukteur seines Wissens. Malaguzzi betont, dass der Impuls, die Welt zu erforschen beim Kind, aus 2 Impulsen heraus entsteht. Nämlich einmal aus dem Erstaunen heraus, und ich glaube, dass dieses Foto dafür ein gutes Beispiel ist, und zum anderen aus der Freude, die beim Erforschen der Welt aufkommt.
Dem Kind wird eine große Wertschätzung in der Reggio-Pädagogik als Konstrukteur seines eigenen Wissens entgegengebracht. Nicht, weil es Wissen an sich, sondern weil es sein eigenes, unverkennbar individuelles Wissen konstruiert. Und zwar gemeinsam mit anderen Kindern. Eine weitere sehr wichtige Aussage, die auch in weiten Teilen der Pädagogik bekannt ist, lautet: Das Kind hat 100 Sprachen. In den kommunalen Kindertageseinrichtungen von Reggio Emilia wird davon ausgegangen, dass das Kind über ein reiches und unbegrenztes Potenzial an Sprachen verfügt. Nur eines davon ist die verbale Sprache. Denken Sie jetzt beispielsweise an gehörlose Kinder, die sich in Gebärdensprache ausdrücken. Die Sprachen, die hier ja metaphorisch für die Unbegrenztheit mit der Zahl 100 belegt worden sind, sind gleichwertig. Eine verbale Sprache hat kein höheres Gewicht, keine höhere Qualität, kein höheres Ansehen in dieser Pädagogik als die Gebärdensprache, als ein Beispiel. In Reggio Emilia geben Kinder ihren Eindrücken von der Welt einen kreativen Ausdruck. Und zwar, auch da wieder das Beispiel, denke ich, spricht für sich, in einer besonderen Atmosphäre der Gewünschtheit und der Förderung. Die Reggio-Pädagogik zielt darauf ab, Kindern die Entwicklung ihrer metaphorisch verstandenen 100 Sprachen zu ermöglichen. Da mir dieser Aspekt besonders wichtig erscheint, möchte ich Ihnen gerne jetzt ein kurzes Gedicht von Loris Malaguzzi, dem langjährigen pädagogischen Leiter und Berater der Einrichtungen, vorlesen: Die 100 Sprachen des Kindes. Das Kind besteht aus 100, hat 100 Sprachen, 100 Hände, 100 Gedanken, 100 Weisen zu denken, zu spielen und zu sprechen, 100, immer 100 Arten zu hören, zu staunen und zu lieben, 100 heitere Arten zu singen, zu begreifen, 100 Welten zu entdecken, 100 Welten frei zu erfinden, 100 Welten zu träumen. Das Kind hat 100 Sprachen und 100 und 100 und 100. 99 davon aber werden ihm gestohlen, weil Schule und Kultur ihm den Kopf vom Körper trennen. Sie sagen ihm, ohne Hände zu denken, ohne Kopf zu schaffen, zuzuhören und nicht zu sprechen, ohne Heiterkeit zu verstehen, zu lieben und zu staunen nur an Ostern und Weihnachten. Sie sagen ihm, die Welt zu entdecken, die schon entdeckt ist. 99 von 100 werden ihm gestohlen. Sie sagen ihm, Spiel und Arbeit, Wirklichkeit und Fantasie, Wissenschaft und Imagination, Himmel und Erde, Vernunft und Traum seien Dinge, die nicht zusammenpassen. Sie sagen ihm, kurz und bündig, dass es keine 100 gäbe. Das Kind aber sagt, und ob es die 100 gibt. Schauen wir nun auf einen wesentlichen weiteren Aspekt der Reggio-Pädagogik, auf die kompetente Pädagogin. Die Pädagogin ist Wegbegleiterin des Kindes. Das kompetente Kind benötigt für die Entwicklung seiner Potenziale die kompetente Pädagogin. Die es dabei unterstützt, ein eifriger Forscher zu sein und sich in 100 Sprachen auszudrücken. Die Pädagogin in der Reggio-Pädagogik sieht ihre Aufgabe darin, das Kind auf vielfältige Weise beim Lernen zu ermutigen, zu bestärken, zu unterstützen. Durch Bestärkung der Lernfreude und durch angemessen dosierte Wissens-
und Kompetenzleihgaben. Jetzt werden Sie sich zu Recht fragen, was ist eine angemessene Kompetenzleihgabe einer Pädagogin? Dazu möchte ich noch mal ganz konkret werden und Ihnen ein Beispiel aus einem Projekt vorstellen, das gut erklärt, wie Pädagoginnen den Kindern eine Wissensleihgabe geben. Es handelt sich um das Projekt Schuh und Meter, das in der Kindertageseinrichtung Diana in Reggio Emilia durchgeführt wurde. Ich werde jetzt einmal ganz konkret und beschreibe Ihnen das anhand dieses Beispieles. Die Kinder in einer Gruppe wünschten sich einen weiteren Tisch für den Gruppenraum. Den Tisch sollten Schreiner in den gleichen Ausmaßen bauen, wie sie schon die vorhandenen 4 Tische besaßen. Die Kinder suchten daraufhin nach einer Maßeinheit, mit der sie den Tisch vermessen konnten, um die Länge und Breite anschließend den Schreinern mitzuteilen. Nachdem sie bereits mit Fingern, Händen und Füßen vergebens nach einem geeigneten Maß gesucht hatten, kamen sie auf die Idee, ihre Schuhe zum Messen zu verwenden. Sie maßen den Tisch mit einem Kinderschuh aus und malten den Schuh entsprechend oft hintereinander auf ein großes Blatt Papier. Die Kinder waren sich sicher, mit dem Schuh ein angemessenes Maß gefunden zu haben. Der Tisch musste also so und so viel Schuh lang und breit sein. An dieser Stelle hat die Pädagogin die Kinder gebeten, auch einmal mit ihrem Erwachsenenschuh zu messen. Die überraschten Kinder erkannten auf diese Weise erstens den Unterschied der Schuhgröße von Kindern und Erwachsenen, zweitens die unterschiedlichen Längenergebnisse in Abhängigkeit von der verwendeten Maßeinheit. Über ihre fast schon geniale Erfindung eines noch dazu übertragbaren Maßes hinaus bekamen die Kinder eine Idee von der begrenzten Brauchbarkeit ihrer Erfindung. Also eine Vorstellung von dem, was im Wissenschaftsbereich Relativität genannt wird. Diese beispielhaft aufgeführte Wissensleihgabe der Pädagogin hat den Kindern einen neuen Impuls zur Suche nach einem absoluten Maß gegeben. Sie hat den Forschungsprozess der Kinder weder durch die Mitteilung einer gängigen Maßeinheit abgebrochen, noch hat sie die Kinder auf einem begrenzten Weg belassen. Die Pädagogin hat die Kinder auf die Begrenztheit ihrer Vorgehensweise vorsichtig aufmerksam gemacht und ihnen damit von ihrem Wissen und ihrer Kompetenz eine Leihgabe gegeben. Die Pädagogin ist in Reggio Emilia aber auch Forscherin. Sie befindet sich mit dem forschenden Kind auf einem Weg des gemeinsamen Suchens, Forschens und Lernens, der nicht von vornherein festgelegt ist. Die Pädagogin ist auch darüber hinaus Zeugin der Entwicklung des Kindes. Dementsprechend besteht ihre Aufgabe darin, die Entwicklung der Kinder zu beobachten, zu dokumentieren und gemeinsam mit anderen Erzieherinnen und oder Pädagoginnen, korrekter gesagt, zu interpretieren. Beobachtung, Dokumentation und Interpretation sind wesentliche Voraussetzungen, die zum Verständnis und zur Entschlüsselung der 100 Sprachen führen. Dabei umfasst der Begriff Beobachten sowohl das Zuschauen als auch das Zuhören. Kommen wir nun auf eine ganz wichtige weitere Akteursgruppe in der Retropädagogik, die Eltern. Erziehung, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wird in den kommunalen Kindertageseinrichtungen Reggio Emilias als gemeinschaftliche Aufgabe von Pädagoginnen
Eltern und Kindern verstanden. Alle drei sind Akteure in diesem gemeinschaftlichen Erziehungsprozess. Die Eltern sind ein unersetzlicher Teil dieser Gemeinschaft. Die Kompetenzen der Eltern werden in der Kindertageseinrichtung erwartet, erfragt, unterstützt und in die pädagogische Arbeit einbezogen. Zum einen werden die Eltern als Experten in Bezug auf ihr Kind gesehen. Die Eltern verfügen also in einem ersten Schritt, um es dieses Verständnis aufzufächern, über sogenannte elterliche Kompetenz. Was meint elterliche Kompetenz? Es geht hier darum, die einzelnen Aspekte, die das Kind ausmachen, in die Kindertageseinrichtung, beispielsweise bei der Aufnahme des Kindes, für den pädagogischen Alltag sichtbar und verstehbar zu machen. Beispielsweise die Lebensgeschichte des Kindes. Denken wir jetzt hier auch noch einmal an Kinder, deren Eltern vielleicht in Italien eingewandert sind. Denken wir an Kinder, die mit einer Schädigung geboren worden sind und bis zum Eintritt in die Kindertageseinrichtung vielleicht schon viele medizinische Untersuchungen erlebt haben. Denken wir an die Beziehungen des Kindes zu anderen Geschwisterkindern, zu den Großeltern. Denken wir an kulturelle Bezüge, die in der Familie eine Rolle spielen. Diese Aspekte werden in der Reggio-Pädagogik von den Pädagoginnen erfragt. Die Eltern sind kompetent, aber nur indem die Pädagoginnen diese Kompetenz auch erfragen und in den Alltag einbinden, können die Eltern sich in der Kindertageseinrichtung auch als kompetent zeigen und kann ihr Wissen dort auch wertvoll genutzt werden. Wird es nicht erfragt, Eltern verfügen ja immer über dieses Wissen, aber es spielt nicht in jeder Kindertagesstätte eine Rolle. Wird es also nicht erfragt, geht dieses Wissen für den pädagogischen Prozess verloren. Über die elterliche Kompetenz hinaus verfügen die Eltern aber auch über persönliche Kompetenzen. Was ist damit gemeint? In gemeinschaftliche Prozesse, beispielsweise in Projekte in der Reggio-Pädagogik, werden die persönlichen Kompetenzen der Eltern eingebunden. Es geht um ihre Ideen, ihre Interessen oder auch ihr berufliches Können. Denken wir beispielsweise an Projekte, in denen mit Eltern gemeinsam konstruiert, gebaut, musiziert wurde. Ich habe ja gesagt, die Eltern sind unersetzlicher Teil dieser Gemeinschaft. Und sie haben in der Haltung der Pädagoginnen eine ganz andere Bedeutung, die sich hier im Menschenbild, da wo es schriftlich auch fixiert ist, niederschlägt. Gucken wir auf die dritte Gruppe, die Kinder. Die Kinder und ihre Rechte. Und wir schauen dann auch auf die Rechte der anderen Akteure. Die Rechte der Kinder und die Partizipation der Kinder stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang. 1993 wurde die sogenannte Erklärung der drei Rechte, Sie ahnen schon, die drei Rechte beziehen sich auf die drei Akteurgruppen der Reggio-Pädagogik, schriftlich fixiert. Diese Erklärung der drei Rechte ist bis heute für die kommunalen Kindertageseinrichtungen in Reggio Emilia verbindlich. Welche Rechte haben jetzt beispielsweise Kinder in den Kindertageseinrichtungen? Kinder haben das Recht, aktiv an der Entwicklung ihrer Identität, ihrer Autonomie und ihrer Kompetenz beteiligt zu werden. Das ist jetzt natürlich zunächst einmal auch wieder ein theoretisch fixiertes Recht und damit ergibt sich sogleich für Sie die Frage, was bedeutet denn das konkret? Die konkrete Umsetzung kann an einem Beispiel deutlich gemacht werden. In Reggio Emilia gibt es eine Art Kinderparlament. Das ist eine deutsche Übersetzung
für ein Spiel, das die Reggianer, die haben eine sehr blumige Sprache, die Reggianer sprechen vom sogenannten Gioco de Chiffare. Das ist ein Planungsspiel. Das könnte man so übersetzen: Was tun wir? Sie müssen sich also jetzt konkret vorstellen, dass die Kinder einer Gruppe in einer Kindertageseinrichtung zusammenkommen, täglich, und dieses Spiel spielen. Nämlich diese Überlegung, miteinander in den Dialog treten. Sie haben beträchtliche Erfahrung. Wenn Sie die Gelegenheit einmal haben sollten, kann ich es nur sehr empfehlen, mal nach Reggio Emilia zu fahren zu einer Studienfahrt. Die Kinder haben beträchtliche Erfahrungen im Diskutieren und sie überlegen dort gemeinsam, was sie als nächstes tun wollen. Und die Ideen der Kinder, Sie können sich vorstellen, wenn so eine Gruppe zusammensitzt, die sind natürlich sehr vielfältig, die fliegen hin und her und werden verworfen und neue kommen hinzu. Und es kommt aber darauf an, wie die Reggianer sagen, dass eine Idee die Gruppe adoptiert und wiederum auch die Gruppe annimmt, könnte man sagen. Ja, die Gruppe sucht sich eine Idee aus, die sie am meisten begeistert. Und diese Idee soll umgesetzt werden. Jetzt schauen wir auf die Rechte der Pädagogin und auf ihre Partizipation. Welche Rechte haben die Pädagoginnen schriftlich fixiert? Ich habe es schon gesagt, in Bezug auf den pädagogischen Alltag in den Kindertageseinrichtungen. Ihr Recht auf Beteiligung umfasst sämtliche Arbeitsbereiche der Einrichtung. Ziele, Inhalte, Methoden, die Konzeption und die gesamte Organisation der pädagogischen Arbeit. Diese Rechte, das ist jetzt sehr wichtig, stehen nicht isoliert, sondern in einer Wechselwirkung mit den Rechten der Kinder und auch denen der Eltern. Die Rechte untereinander dürfen sich nicht beschneiden, dürfen nicht in einen Konflikt kommen. Und aus dieser verbindlich festgelegten Tatsache, dass die Einrichtungen in Reggio Emilia den Pädagoginnen sehr weite Rechte einräumen, heraus müssen Sie sich jetzt vorstellen, wie wird denn dieses Recht in der Praxis umgesetzt. Und auch hier komme ich jetzt auf ein Beispiel. Jetzt werde ich Ihnen erklären, wie die Einrichtungen strukturiert und organisiert werden, das einzigartig meines Wissens in der Welt ist. Nämlich in den kommunalen Kindertageseinrichtungen von Reggio Emilia gibt es nicht die Leiterin. Es gibt keine Leiterin, sondern die Einrichtung wird von einem gemeinschaftlichen Leitungsrat geleitet. Wie soll man sich das vorstellen? Ein Rat, ein Leitungsrat leitet eine Einrichtung, nicht eine einzelne Person, bei uns in aller Regel ja eine Leiterin. Sie müssen sich das so vorstellen, dass der Leitungsrat zusammengesetzt wird aus allen Mitarbeiterinnen, alle Mitarbeiterinnen einer Kindertageseinrichtung, und zwar einschließlich, und deswegen habe ich dieses Foto gewählt, auch der Personen, die bei uns in unseren Kindertageseinrichtungen überhaupt kein Recht haben, an der pädagogischen Konzeption mitzuwirken. Beispielsweise die Köchinnen. Die Köchinnen sind wie die Pädagoginnen, das sind in Reggio als kleine Nebenbemerkung Lehrerinnen, also es sind keine Erzieherinnen, deswegen spreche ich in meinem Vortrag auch, vermeide ich von Erzieherinnen zu sprechen, außer im deutschen Diskurs ist sehr viel von der Erzieherin in der Reggio-Pädagogik die Rede, aber es sind eigentlich Lehrerinnen. Sie haben also ein Hochschulstudium als Lehrerin abgeschlossen. Also wir stellen uns jetzt diesen Leitungsrat vor, in dem sind erstmal, um die Gruppe einzukreisen, sämtliche Mitarbeiterinnen enthalten. Dann eine Anzahl von Bürgern, also Menschen, die weder Mitarbeiterinnen sind noch Eltern. Und dann eine Anzahl von Eltern, die gehören auch zum Gremium, die zumindest der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Bürgerinnen gleichkommt.
So, jetzt stellen wir uns in etwa so Personengruppen von 30 bis 40 Personen vor und Sie alle werden sich fragen, wie sollen so viele Menschen gleichzeitig eine einzige Kindertageseinrichtung leiten? Das funktioniert, indem der Leitungsrat in verschiedene Bereiche eingeteilt wird. Es gibt, um einen hier herauszugreifen, es gibt einen Bereich der Organisation, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise. Es gibt einen Bereich Planung von Aktivitäten und Projekten oder auch Auseinandersetzungen mit inhaltlichen Themen wie die Lebensbedingungen der konkreten Familien, die diese Einrichtung besuchen. Und diese Untergruppen, wenn ich das mal so bezeichnen darf, diese Untergruppen entscheiden also zum einen selber, dass sie sich dafür aufstellen lassen. Die werden gewählt in diesen Leitungsrat. Die Bürgerinnen beispielsweise auch, die Eltern lassen sich aufstellen für diese Wahl. Und innerhalb dieser Gruppen kann auch die Köchin beispielsweise die Öffentlichkeitsarbeit vertreten. Denn wir denken jetzt nochmal an die Kompetenzen zurück. Die Basis, ich habe das eingangs gesagt, die Basis ist das Menschenbild. Wenn wir von einem Menschenbild ausgehen, auch Sie selber werden ja für sich klären müssen, wenn Sie später in der Praxis arbeiten, auf welches Bild vom Kind wollen Sie sich beziehen in Ihrer Praxis? Welches Menschenbild haben Sie? Und auch welches Bild von Erwachsenen? Und wenn wir den Erwachsenen Kompetenzen zusprechen, und zwar jedem Erwachsenen, und da keinen hierarchischen Unterschied machen, also auch der Köchin zugestehen, dass sie vielleicht eine persönliche Kompetenz hat, zum Beispiel wunderbar organisieren kann und deswegen einen wertvollen Beitrag leisten kann in dieser Untergruppe, dann ist das die Basis für ein Rechtsverständnis. Also aus dem Menschenbild heraus wurden die Rechte formuliert und die Rechte werden in der Praxis umgesetzt in ganz konkreten Partizipationsmöglichkeiten. Schauen wir auf die Rechte der Eltern. Analog den Rechten der Kinder und denen der Pädagoginnen wird den Eltern ein Recht auf aktive Beteiligung am Erziehungsprozess zugesprochen. Dabei umfasst dieses Recht die Erfahrung des Wachsens, des Sorgens und der Bildung. Das Recht umfasst auch den Austausch und die Kommunikation in Bezug auf den Erziehungsprozess. Eltern haben in den kommunalen Kindertageseinrichtungen von Reggio Emilia ein Recht auf Austausch in Bezug auf den Erziehungsprozess. Diese Vorstellung, dieses Recht, ist hinterher für die Dokumentation ganz wesentlich. Denn wie wollen Pädagoginnen den Eltern dieses Recht im konkreten Alltag einer Kindertageseinrichtung einräumen? Wie soll das realisiert werden, dieses Recht? Und dafür hat die Reggio-Pädagogik auch in einzigartiger Weise Dokumentationsmöglichkeiten eröffnet und realisiert, die den Eltern wirklich einen Austausch in Bezug auf den Erziehungsprozess ermöglichen. Ich halte also nochmal fest zu den Rechten und der Partizipation der Eltern. In sämtlichen Arbeitsgruppen des jeweiligen Leitungsrates einer Einrichtung befinden sich und arbeiten aktiv mehrere Eltern mit, neben Bürgerinnen und Pädagoginnen. Jetzt kommen wir auf einen Teilbereich, der auch sehr wesentlich ist, wenn es nämlich um die Frage geht, wie Kinder lernen in der Reggio-Pädagogik und wie Bildungsprozesse gestaltet werden. Dann ist ein ganz wesentlicher Punkt die Projektarbeit und der wollen wir uns jetzt zuwenden. Zunächst einmal ist auch hier wiederum wichtig, dass jedes Kind seine Ideen einbringen kann. Und wenn jedes betont wird, dann geht es wiederum darum, die gesamte Vielfalt an Kindern, die in diesem Wohngebiet wohnen und die die Einrichtung besuchen, auch in die Projektarbeit einzubinden. Und denken Sie nochmal an die schon eingangs erwähnten 40 Kinder, die derzeitig mit unterschiedlich starken Schädigungen und Beeinträchtigungen in der Einrichtung sind. Und auch hier den Anspruch zu realisieren, dass jedes Kind seine Ideen einbringen kann. Die Wahl der Projektinhalte wird fast immer durch Ereignisse,
Gespräche, Interessen angeregt, die, und das ist jetzt sehr wichtig, aus der eigenen Erfahrung der Kinder entstanden sind. Und so eine große Motivation und Bereitschaft der Kinder sichern. Das heißt, die Projektideen, die Projektinhalte stammen aus der Erfahrung der Kinder, werden durch die Kinder, denken Sie nochmal an das Planungsspiel, was tun wir, in den Prozess eingebracht und aufgegriffen. Und hier sehen Sie ein auch sehr bekanntes Beispiel in der deutschsprachigen Literatur, Vergnügungspark für Vögelchen. Im Deutschen heißt es Vergnügungspark für Vögel, aber der Originaltitel war in Italien eben in Anlehnung an die Kinder gewählt worden. Kinder in einer Kindertageseinrichtung wollten gerne für die durstigen Vögel, die sie im Sommer im Garten dieser alten Villa beobachtet haben, Möglichkeiten, Brunnen aufstellen, damit die Vögel trinken konnten in der Kindertageseinrichtung. Und diese Idee, ich habe ja eben gesagt, die Ideen fliegen hin und her und eine Idee ergreift das ganze Kinderparlament. Und das war an dieser Stelle ein Projekt, das über einen sehr langen Zeitraum die Kinder begeistert hat, war nämlich die Idee, den Vergnügungspark für Vögelchen einzurichten im Garten der Kindertageseinrichtung. Und ganz wichtig war den Kindern, dass da echte Brunnen zugehören. Und der erste Schritt war natürlich, Sie haben es hier an dem Projekt Schuh und Meter gemerkt, die Pädagoginnen beantworten den Kindern nicht einfach ihre Fragen und weisen ihnen nicht einfach einen Weg vor, wie sie ihre Ideen am besten realisieren, sondern sie lassen erstmal die Kinder ihre Ideen beschreiben. Sie hätten ja auch einen Tisch kaufen können oder einen in Auftrag geben können. Und hier an der Stelle ergibt sich natürlich für die Kinder die Frage, wie kommt denn das Wasser in den Brunnen? Das hat die Kinder total beschäftigt. Wenn sie also echte Brunnen im Kindergarten, Springbrunnen im Kindergarten realisieren wollten, da mussten sie sich erstmal der Frage stellen, und das haben sie sehr intensiv getan, das ist auch wunderbar dokumentiert, sonst könnte ich Ihnen das hier nicht so berichten, obwohl ich den Vergnügungspark für Vögelchen in der Kindertageseinrichtung auch gesehen habe, weil ich damals in Italien war. Aber hier kommt ohne die Dokumentation, die die Pädagoginnen geleistet haben, der Verlauf des Projektes gar nicht zu uns. Wir wissen das aus der Dokumentation heraus, dass die Kinder nämlich zunächst in einem ersten Schritt sich dieser Frage gestellt haben und untereinander diskutiert haben. Wie kommt das Wasser in den Brunnen? Und denken Sie nochmal an die Wissensleihgaben der Pädagoginnen. Was haben die Pädagoginnen gemacht? Sie haben den Kindern, das zeigt das Foto auch, eine Möglichkeit gegeben, mit Wasser und Wasserdruck zu experimentieren. Die Kinder im Atelier. Da aufs Atelier kommen wir hinterher noch zu sprechen. Und das hängt ganz stark damit zusammen, dass die Reggianer konstruktivistisch davon ausgehen, dass Wissen in einem System von Beziehungen konstruiert wird. Also der Wissenserwerbsprozess hier, Sie sehen hier den realisierten einen, der ganze Garten ist voll mit sehr ungewöhnlichen Springbrunnen, Sie sehen hier einen realisierten Springbrunnen und wenn Sie sich das in der Literatur mal anschauen, dann können Sie für jeden realisierten Springbrunnen auch die ursprüngliche Zeichnung des Kindes sehen, seine erste Idee und die dreidimensionale Gestaltung in Ton und das Endprodukt. Wichtig ist nun auch, noch einmal zu betonen, dass die Pädagoginnen die Teilnahme jedes Kindes in den Projekten ermöglichen. Und ich habe hier für Sie ein Foto ausgewählt, das eine typische Aktion in den reggianischen Kindertageseinrichtungen darstellt, nämlich das Anfertigen von großen Gemeinschaftsbildern. Sehen, dass die Kinder hier unterschiedlich, also mehrere Kinder an unterschiedlichen Teilen des Bildes arbeiten. Auch hier muss man wieder dazu sagen, die Kinder verfügen, gerade wenn sie schon in der Krippe waren, über eine enorme Erfahrung in der bildnerischen Gestaltung. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie aus einer solchen großformatigen Zeichnung, das kann man ganz gut erahnen,
das Format in einem Projekt ein neuer Vorhang für die Oper in Reggio Emilia wurde. Es ist eine Kinderzeichnung, die in einem weiteren Schritt in einen Produktionsprozess für einen Vorhang in der Oper geflossen ist. Und Sie werden später, ich zeige Ihnen noch einen kurzen Film von circa 8 Minuten, Sie werden diesen Vorhang dort nochmal sehen und Sie sehen auch, wie die Kinder dann die Oper besucht haben, als der Vorhang dort installiert worden ist. Warum zeige ich Ihnen dieses Beispiel? Ich hätte auch ganz andere auswählen können, weil es mir wichtig ist, nochmal zu betonen, dass Pädagogik in Reggio Emilia, in den kommunalen Kindertageseinrichtungen, Teil des sozialen Lebens ist und der Kultur des Ortes. Diese Projekte sind also nicht 1:1 an anderen Orten nachzumachen. Sie sind aus dem Interesse der Kinder heraus entstanden und sie haben immer etwas auch mit der Kultur des Ortes zu tun, wenn sie beispielsweise, es ist ja Norditalien, in der Emilia-Romagna liegt Reggio Emilia, wenn Sie sich an eine italienische Stadt vielleicht, die Sie während einer Italienreise gesehen haben, erinnern und nochmal an das Projekt mit dem Brunnen denken. Die Brunnen gehören zur Kultur des Ortes. Und das heißt, wenn wir uns inspirieren lassen von der Reggio-Pädagogik in Deutschland, es gibt ja sehr viele Kindertageseinrichtungen, die nach der Reggio-Pädagogik arbeiten, dann heißt es immer erstmal, sich klar zu werden, was ist denn die Kultur unseres Ortes. Das ist eine andere Kultur als die in Reggio Emilia, aber der Grundgedanke, Pädagogik soll Teil des sozialen Lebens sein, ist ganz wesentlich. Nun komme ich zum Thema Dokumentation. Die Dokumentation der Reggio-Pädagogik ist einzigartig, unterscheidet sich von sämtlichen anderen pädagogischen Ansätzen und zwar in verschiedenen Punkten. Einmal erleben Kinder erleben die Dokumentation als Wertschätzung ihrer Handlungen. Diese Dokumentation fließen ja später auch in Bücher ein, die Sie beispielsweise in Deutschland kaufen können oder in der Bibliothek sich ausleihen können. Aber in einem ersten Schritt wird die Dokumentation den Kindern selber gezeigt und den Eltern und den anderen Pädagoginnen in der Einrichtung. Und diese Dokumentation, wie beispielsweise die Fotos, es liegen in allen Gruppen sehr teure Kameras und die Kinder dürfen selber fotografieren, aber es wird auch ständig von den Pädagoginnen fotografiert, weil das Zusehen in Form von Fotografie, in Form von Videografie, es wird sehr viel videografiert, auch das sind die Kinder gewöhnt, das stört sie nicht. Es ist so ein starker Bestandteil des Alltags geworden, dass es den Kindern selber nicht auffällt. Und diese Transparenz, wenn sie beispielsweise eine Einrichtung besuchen, dann betreten Sie die auf der sogenannten Piazza. Das ist ein offener Bereich, in dem heutzutage, das ist eine neuere Entwicklung in der Reggio-Pädagogik, auch eine Diashow schon läuft, wenn Sie in die Einrichtung hineinkommen. Digitaler Bilderrahmen steht präsent auf einem Tisch. Und Sie können die Fotos des Tages sehen. Die Eltern können sehen, was ihre Kinder gemacht haben. Und diese Fotos fließen letztendlich beispielsweise auch in Buchprojekte ein oder auch in Dokumentationsmaterial, das Sie über einen Verein, der sich in Reggio gegründet hat, Reggio Children, auch kaufen können. Um beispielsweise in Vorlesungen wie dieser hier Ihnen zu zeigen, was die Kinder an einem mit einer starken Lichtquelle bestückten Tisch, das ist nämlich da ist eine starke Lichtquelle drin und obendrauf eine Plexiglasscheibe, was die Kinder an diesem Tisch zeichnen und malen. Achten Sie im Film auch nochmal drauf. Der Leuchttisch ist auch ein fester Bestandteil vieler Mini-Ateliers, die sich an den Gruppenraum anschließen. Das werden Sie im Film gleich nochmal sehen. Die Dokumentation stellt aber auch die Forschungsarbeit der Pädagoginnen dar. Ich hatte es eingangs gesagt, Interpretation des Beobachteten und Dokumentierten ist ein wesentlicher Bestandteil der Aufgabe der Pädagoginnen. Sie verstehen sich selbst auch als Forscherinnen. Jetzt komme ich zum wichtigen
sechsten Teil, in dem es um den Raum geht und das Material. Ein sehr bekannter und sehr weit verbreiteter Ausspruch ist der folgende: Der Raum ist die dritte Erzieherin. Da dieser Ausspruch aber gleichzeitig in Deutschland auch für eine gewisse Verwirrung gesorgt hat, weil man sich natürlich fragt, wer sind denn die anderen zwei? Wenn der Raum die eine Erzieherin ist, wer sind denn dann die anderen zwei? Das ist wirklich sehr missverständlich auch teilweise interpretiert worden. Ist mir nochmal wichtig, dass die Regiopädagogik davon ausgeht, dass Kinder sehr stark von anderen Kindern lernen, von der Erzieherin, in Anführungsstrichen, ich habe ja gesagt, sie sind eigentlich keine Erzieherin, also von der Pädagogin und vom Raum. Hier haben wir also diese drei unterschiedlichen Komponenten zusammen, die sich in diesem Ausspruch, der Raum ist die dritte Erzieherin, bündeln. Wie kann ein Raum Erzieherin sein? Der Raumgestaltung und der Raumästhetik wird in der Regiopädagogik eine große Bedeutung eingeräumt. Hier sehen Sie ein Foto aus einem Kinderrestaurant. Es wird in jeder Kindertageseinrichtung täglich frisch gekocht. Und das Essen wird auch in einem wirklichen Restaurant, das heißt auch in Reggio, Kinderrestaurant, eingenommen von den Kindern sämtlicher Gruppen. Und es ist bedeutsam, dass das Essen auch in einer schönen Atmosphäre eingenommen wird. Ein anderer sehr wichtiger räumlicher Aspekt ist das Atelier. Das Atelier möchte ich Ihnen kurz, wir haben dazu einmal Ihnen diese Kopie rumgegeben. Das ist eine Seite aus einem Ratgeber. Und zwar ist dieser Ratgeber geschrieben von Kindern für Kinder. Und die Kinder erklären in dem Ratgeber selber die einzelnen Räume. Und ich will Ihnen nur einen ganz kurzen Ausschnitt, auch mit Blick auf die Uhr, vorlesen, was die Kinder gesagt haben. Sie haben es in englischer Sprache ja vor Ihnen liegen, aber dann ist es auch nochmal Teil der Filmaufnahme. Ein besonderer Raum. 5- bis 6-jährige Kinder haben diese Aussagen gemacht und sie wurden transkribiert und eben in diesen Ratgeber aufgenommen. Das Atelier ist ein großer, besonderer Raum, wo es besondere Dinge gibt, wie zum Beispiel sehr große Bilder. Du kannst dort besser denken, weil es dort ruhiger ist. Dort arbeiten Menschen wie Wea, Wea ist eine Atelierleiterin, und alle anderen. Du gelangst in ihn durch eine blaue Tür mit vielen Löchern oder durch eine mehr versteckte Tür, die weiß ist. Dort gibt es einen Trockenofen, um Ton zu brennen und echte Trommeln. Du kannst nicht immer zum Spielen dorthin. Pädagoginnen können sich dort bei Wea Rat holen. Soweit erstmal. Also auch hier noch einmal, denken Sie an die dem Kind zugesprochenen Kompetenzen. Ein sehr ungewöhnlicher Weg, einen Ratgeber, eine schriftliche Konzeption könnte man auch sagen, über eine Einrichtung Kinder schreiben zu lassen. Die Texte in diesem Ratgeber stammen von Kindern. Die Fotos, die dort begleitend eingestellt wurden, haben natürlich die Pädagoginnen gemacht und die Kinderzeichnungen auch angeführt. An diesem Produkt wird seit den 90er Jahren gearbeitet. Sie sehen die erste Version auf der linken Seite. Die enthielt bereits Aussagen von Kindern und auch eine Zeichnung. Aber die heutige Dokumentation der Regiopädagogik zeichnet sich eher durch einen Dreiklang aus: Fotos, Kinderzeichnungen und Kinderaussagen, die aufgenommen und transkribiert wurden. Räume ermöglichen also Begegnung und Austausch, und Raum wird hier nicht nur als der Raum der Einrichtung selbst verstanden, sondern der Raum ist auch der Stadtteil, die Stadt, das soziale Umfeld. Sie sehen hier Materialien, die in Ateliers zuvor zu finden sind. Die haben die Kinder einer Einrichtung
in der Stadt selbst mal präsentiert, um auf die Arbeit in der Kindertageseinrichtung aufmerksam zu machen. Räume sind also Interaktionspartner für Abenteuer. Auch hier nochmal ein Foto, das Ihnen zeigt, wie Kinder an einem Overhead-Projektor Gegenstände arrangieren und gleichzeitig beobachten, wie sich dieses Arrangement auf der dazu bereitgestellten Wand in einem Bild zeigt. Ich komme zum Schluss. Ich möchte mit einem Zitat aus Reggio Emilia enden, das in guter Weise zusammenfasst, worum es im Kern in diesem pädagogischen Ansatz geht. Dieses kooperative und vielfältige Netz, die kommunalen Kindertageseinrichtungen Reggio Emilias, vertraut auf die Ideen und Kompetenzen von allen, die in der Einrichtung arbeiten und leben. Die Reggio-Pädagogik will nicht nur die Rollen der Kindertageseinrichtungen und der Familien neu beleben, sondern auch die sozialen Formen des Gewinnens und Veränderns von Wissen erneuern und verändern. Vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Dann darf ich jetzt, bevor Sie uns gleich oder mir gleich Fragen stellen können, Ihnen jetzt noch einen Ausschnitt aus dem Film Not Just Any Place zeigen. Sie sehen am Anfang des Filmes Zeichnungen und hören Aussagen von Kindern über die Stadt Reggio Emilia. Das erklärt sich vielleicht nicht von selbst, aber diese eingesprochenen Worte und die Zeichnungen, die sich aufbauen, sind Aussagen der Kinder über ihre eigene Stadt. Und wir sehen etwa 8 Minuten lang einen Film, das sind kurze Zusammenschnitte, die aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stammen, aber besonders auch aus der Gegenwart. Das sind sehr eindrucksvolle, finde ich, Bilder, die nochmal das verstärken können, visuell, was ich Ihnen jetzt erstmal nur mit Worten und mit Fotos versucht habe, nahezubringen. Ich glaube, wir müssten am besten das Licht dann dafür auch ausmachen, oder? Weil das ist so, erstmal herzlichen Dank für den schönen Vortrag und auch nochmal für den Hinweis, dass die Reggio-Pädagogik eigentlich von Anfang an für alle Kinder gedacht ist und nicht wie integrative Konzepte, wo dann zusätzlich noch Kinder oder Menschen mit Behinderung mitgedacht werden, sondern eigentlich das Bild des kompetenten Kindes und dass es für alle gilt, fand ich nochmal einen schönen Vortrag dazu. Gibt es Fragen aus dem Plenum? Ja, diese Stadt Reggio Emilia, ich kann mir das vorstellen von der Größe her, ist das Stadtverhältnis zu Osnabrück oder ist das doch eine Kleinstadt? Ja, jetzt müsste es. Ich zeige Ihnen gleich nochmal, also um die 100.000 Einwohner, ich zeige Ihnen gleich nochmal das erste Bild, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Da sehen Sie nämlich die Stadt nochmal sehr gut und auch die Vororte, die zur Stadt dazugehören. Ja, kann man das gut sehen? Ja, das müssen wir jetzt ganz gut sehen können. Also Sie hatten ja gesehen, dass die Entwicklung von einem Vorort ausging. Und in der ersten Zeit sind es auch Elterninitiativen gewesen, die erst viel später kommunalisiert worden sind. Ich habe im Grunde genommen 2 sehr kurze Eindrücke zum historischen Kontext Ihnen präsentiert. Da wäre wirklich noch sehr, sehr viel mehr zu sagen zur gesamten Entwicklung. Ich habe nur mal die rausgegriffen, die ich für die Frage von der inklusiven Pädagogik als relevant empfunden habe. Und man kann auch dazu sagen, dass die Stadt eben auch eine Stadt ist, in der sehr, sehr viel genossenschaftlich gearbeitet wird. Das heißt, dieser Zusammenschluss in Kooperativen beispielsweise zur Produktion von Käse und anderen landwirtschaftlichen Produkten ist dort eine Arbeitsweise, die sehr vertraut ist. Die Reggianer sagen auch, wir tun uns gerne zusammen. Also nicht nur bezogen auf die Einrichtungen, sondern auch bezogen auf die Arbeitsweisen innerhalb der Stadt und in den Vororten der Stadt. Also ist das auch mit, kann man das in diesem Elternrat so weit verstehen, dass es Basis- und Fortschritt-Elemente sind? In jedem Fall, ja, in jedem Fall.
Aber es ist eben anders, ich bin froh, dass Sie das nochmal fragen, es ist eben anders als ein Elternrat, der in unseren Kindertageseinrichtungen ja auch eine beratende Funktion einnimmt, der aber ja dann aus Eltern sich zusammensetzt, die als Gruppe für sich Ratschläge oder Anregungen geben können. Hier ist das Konzept ja ein anderes. Die Eltern sind Teil eines Rates, eines Gremiums, das von unterschiedlichen Gruppen zusammengesetzt, aus unterschiedlichen Gruppen zusammengesetzt wurde. Nämlich Eltern, Pädagoginnen und auch Bürger. Also es ist so, dass es insgesamt, wie auch in Deutschland, ein überwiegend von Frauen ausgeübter Beruf ist dort. Und es gibt aber Männer, es gibt zum Beispiel in einer Kita einen Atelierleiter und es gibt auch andere Männer, aber da es sich weit über 90% um Frauen handelt, wähle ich aus geschlechterspezifischen Gründen, auch wenn es um deutsche Kindertageseinrichtungen oder Grundschullehrerinnen, das sind auch 90% Frauen, wähle ich immer die weibliche Form. Aber danke, dass Sie nochmal fragen. Es gibt einzelne Männer auch in den Einrichtungen, aber es sind ganz wenige. Ja, da und dann Sie. Mich würde interessieren, ob diese Kindertageseinrichtung eine große Gruppe ist oder ob das in verschiedene kleine Gruppen eingeteilt wird. Also es gibt so etwas, wie wir vielleicht es als Stammgruppen bezeichnen würden. Also es gibt wirklich Gruppen, die fest zugeordnet sind, aber es dadurch, dass Sie haben es ja auch auf den Fotos sehen können, dass es viele Räume gibt, die gemeinschaftlich von Kindern unterschiedlicher Gruppen genutzt werden, wie das Kinderatelier oder die Piazza, kommt es sehr stark zu gruppenübergreifendem Austausch der Kinder. Aber es gibt Gruppen. Und wie viele Kinder sind dann so? Die Anzahl entspricht mit etwas über 20, also Mitte 20 der Anzahl der deutschen Einrichtungen. Eigentlich sind die Grundvoraussetzungen auch personeller Art, die unterscheiden sich nicht wesentlich von denen deutscher Kindertageseinrichtungen. Wesentliche Unterschiede sind liegen darin, dass beispielsweise zusätzlich eine Atelierleiterin pro Einrichtung eingestellt wird, die eben nicht Grundschullehrerin an der also Lehrerin ist, sondern die eine künstlerische Ausbildung hat. Das können ganz unterschiedliche Ausbildungszweige sein, aber diese Person ist über das normale Stammpersonal hinaus in der Einrichtung. Und die Kinder dürfen auch nach Absprache bei den Köchinnen in der Küche mithelfen, das Essen herzustellen. Und von daher sind auch diese Personen, die sonst ja weniger in pädagogische Prozesse involviert sind, eigentlich mit zum Personal zu rechnen. Dann war hier vorne eine Frage. Die eine Frage haben Sie ja jetzt dann offen beantwortet. Also es ist ja, oder was ich kenne, ist ja so, dass die Reitschulpädagogik viel auch mit Künstlern, auch sowohl Designer oder bildende Künstler arbeitet, und dass die auch zum Teil auch in den Einrichtungen sind, aber die holen die auch von außen dazu, wenn bestimmte Projekte sind. Das ist richtig. Ne? Ja. Das zweite war, die demokratischen Entscheidungen in der Reitschulpädagogik sind ja aber auch so, wenn ich das jetzt richtig weiß, berichtigen Sie mich, wenn es falsch stimmt, dass die so lange diskutieren, bis ein Konsens gefunden wird. Nicht, dass die Mehrheit entscheidet, oder? Sehe ich das falsch? Also die diskutieren so lange, bis etwas gefunden wird, womit alle einverstanden sind. Also da würde ich jetzt im Einzelnen nicht ungerne für alle Kindertageseinrichtungen etwas zu sagen, weil es da in der Literatur kaum oder wenig Aussagen zu gibt. Und die Einrichtungen, die ich besucht habe, das sind ja, wenn man eine Studienfahrt nach Reggio Emilia macht, sieht man vielleicht zwischen 8 und 10 Einrichtungen. Ich würde mich scheuen, jetzt eine verallgemeinernde Aussage zu treffen. Aber ich denke, so wie ich es aus der Literatur verstanden habe, geht es schon um die Erzeugung eines Konsens. Es sind ja basisdemokratische Vorstellungen, die Hierarchien überwinden wollen und auch überwunden haben. Und von daher kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass ein Konsens erzeugt wird. Aber ich würde da ungern jetzt eine Aussage zu machen, weil ich das auch aus der Literatur nicht belegen konnte. Es gibt von Göhlich ein Buch, Michael Göhlich, das die Geschichte der Reggio-Pädagogik auch sehr gut aufzeigt. Und darin sind auch genau nochmal die einzelnen Zusammensetzungen auch mit Beispielen dieser Räte, dieser Leitungsräte erklärt. Im Kinderparlament kann man ganz klar sagen, dass es natürlich eine subjektive Entscheidung ist, welche Idee ist wirklich die
anscheinend, das kann ja nur subjektiv entschieden werden, durch Stimmung, durch Begeisterung, durch Aussagen, durch vielleicht auch Häufigkeit, dass sich diese Idee durchsetzt. Aber da ist nicht die Mehrheit entscheidend. Nein, da entscheidet nicht die Mehrheit. Da kann sogar ein einzelnes Kind, das die ganze Gruppe überzeugt von der Idee, die es da hat, vielleicht am ersten Mal gar nicht mit seiner Idee so im Mittelpunkt gestanden haben, wenn die Kinder darauf eingehen, wird das aufgegriffen. Und Kinder sind da, glaube ich, weil sie noch sehr emotional auch reagieren. Ich habe mehrmals auch teilgenommen an solchen Spielen, was ist zu tun, sind sehr eindeutig. Das ist ziemlich eindeutig, was Kinder dann wirklich begeistert und wofür sie sich interessieren. Das kann man sehen und darauf wird auch eingegangen. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ja, mich würde interessieren, wie man den Unterschied jetzt danach dann feststellt zu Kindern, die eben nicht in so einer Einrichtung waren, wenn die zum Beispiel in die Schule kommen. Was da Unterschiede zwischen diesen beiden Kindern gab? Auch da wieder gibt es keine, meines Wissens keine Literatur und auch keine Untersuchungen zu. Von daher kann ich da leider keine Antwort drauf geben. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass viele dieser Kinder später auch selber wieder in diesen Beruf gegangen sind und heute in den Einrichtungen arbeiten. Also die Begeisterung für diesen Ansatz ist bei einigen doch so weit gegangen, dass sie selber jetzt in den Einrichtungen berufstätig geworden sind. Und es gibt auch Bemühungen, diesen Ansatz auf die Schule zu übertragen, auf die Grundschule. Aber auch da steht es noch am Anfang. Die Bemühungen stehen am Anfang. Ja, das ist das Schöne an der Retropädagogik eben auch, dass man sagt, es soll sich nicht an das orientieren, was danach kommt, sondern eben von Anfang an und dann geht es weiter. Gibt es noch Fragen? Ja? Ja, mich würde vor allen Dingen die realpolitische Kontextualisierung interessieren. Also inwieweit dieses gesamte Konzept, also institutionell auch im kommunalpolitischen Programm verankert ist. Wie das ganz konkret aussieht, also auch was Finanzierung angeht und so weiter. Dass es von der Stadt getragen wird, ist ja klar, sonst würde ja niemand von der Radiopädagogik reden. Also es gibt einen ganz starken Zusammenhang und der ist auch, natürlich drückt er sich aus in diesem enormen Engagement der Stadt. Die Stadt selber profitiert ja auch von den Besuchergruppen beispielsweise. Von Schweden bis Japan kommen jedes Jahr organisierte Besuchergruppen in die Stadt, um sich dort vor Ort, das läuft alles über die Institution Reggio Children, auf der Seite von Reggio Children können Sie auch viele Informationen nochmal nachlesen, kann ich Ihnen nur sehr empfehlen. Und von daher ist natürlich dieses Interesse und die Identität, das geht ja sehr stark einher. Also die Stadt hat schon vor vielen, vielen Jahren zugelassen, dass in ihren Einrichtungen große Besuchergruppen, 40, heute sind es sogar weitaus mehr, 80 bis 100 Personen hospitieren können. Sie profitiert ja aber auch direkt davon, weil die Besucher natürlich auch in der Stadt zum einen ökonomisch profitiert sie davon, weil sie jetzt in der Stadt ja wohnen, essen, uns aufhalten für eine Woche, aber zum anderen natürlich auch bezogen auf das Renommee, das die Stadt dadurch auch nach außen hin erhalten hat. Also es ist ja eine Kleinstadt Italiens, deren Namen Sie noch vielleicht vorher nie gehört haben. Und diese Stadt ist natürlich nach außen hin jetzt durch diese Einrichtung, durch das weltweite Interesse, das muss man sich wirklich vorstellen, es gibt eine Organisation, die macht nichts anderes als diese Anfragen der Besuchergruppen zu beantworten und auch die Besuchergruppentermine dann zu organisieren, ist natürlich enorm groß. Und von daher ist dann, und der Zusammenhang zwischen der kommunalen Entwicklung insgesamt politisch, der ist, da weise ich nochmal auf Göhlich hin, das wäre ein Thema wirklich für ein ganzes Seminar, wie sich die politische Situation, es gibt auch schon Vorläufer, vor dem ersten Kindergarten in Villa Zella gab es schon eine Initiative unter einem kommunistischen Bürgermeister, die Gründung eines kommunalen Kindergartens. Das hat eine sehr, sehr lange Geschichte und auch eine Verwobenheit. Die Entwicklung, die politische Entwicklung in der Stadt. Die Region gilt auch als rote Region und hat gleichzeitig auch eine sehr hohe Erwerbstätigkeitsquote von Frauen, schon lange auch gehabt und bis heute. Und diese Entwicklung, die ist eigentlich untrennbar mit der Entwicklung auch der Kindertageseinrichtungen verknüpft. Das würde, wenn Sie noch
vielleicht Seminararbeiten schreiben müssen, auch in anderen Kontexten, sicherlich ein sehr spannendes Thema sein, sich diese kommunalpolitische Verflechtung mal genauer anzusehen. Ich habe mit den Besuchergruppen gesprochen. Mich würde interessieren, wie die Kinder auf diese großen Besuchergruppen reagieren und wie das den Kindern beigebracht wird. Ich habe das akustisch nicht verstanden. Die Besuchergruppen sind ja sehr groß. Ja. Mich würde interessieren, wie die Kinder darauf reagieren und wie die, den Kindern das beigebracht wird, was ja. da passiert, warum die Leute kommen. Okay, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das taucht auch in den Dokumenten, in den Aussagen der Kinder auf. Ich glaube sogar in dem Dokument, was ich Ihnen gegeben habe, weil das natürlich zum einen sehr interessant ist, gerade wenn Menschen kommen, die ganz anders aussehen, also japanische Besuchergruppen beispielsweise, die auch anders sprechen, deren Sprache ganz anders klingt. Und die werden ja verteilt. Also wir stellen uns ja, Sie müssen sich so vorstellen, dass man dann natürlich nicht mit der gesamten Gruppe in einen Gruppenraum sich setzt, sondern dass man verteilt wird. Die Einrichtungen sind ja immer mehrgruppig. Es ist auch unterschiedlich, wie viele Gruppen sie umfassen. Und dass man sich einfach in die Einrichtung, also in die Gruppe setzt und an dem Vormittag am Alltagsgeschehen teilnimmt. Und die Kinder selber, durch die starke Erfahrung in Montessori-Einrichtungen, gibt es diese Tradition ja auch. Der Hospitation, vielleicht haben Sie selber schon mal eine Montessori-Einrichtung besucht. Auch dort gibt es diese Tradition, dass man als Besucher einfach dabei sein darf, wahrnehmen darf, was passiert. Man hält sich aber selber in der Kontaktaufnahme zurück, nur wenn die Kinder einen ansprechen, reagiert man darauf und man fotografiert auch selber nicht in den Einrichtungen, weil das zu belastend wäre. Und dann ist es ganz unterschiedlich. Dann gibt es Kinder, die einen interessant finden und die kommen dann zu einem und fragen, wo man herkommt. Und dann gibt es auch andere, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, dass man an dem Tag dort sitzt. Also es ist im Grunde genommen ein fester Bestandteil, weil es immer um Transparenz geht. Und einige Einrichtungen werden dann auch besucht, wenn die Kinder schon zu Hause sind. Und man geht nur durch die Räume und sieht nicht die Kinder selber. Also es ist so eine Mischung aus beiden. Ich würde das gerne noch etwas präzisieren, was ich vorhin gefragt habe. Ja. Und zwar, was ja so oder so, diese ganzen Ansätze werden ja so oder so auch besonders von politischer Seite immer diskutiert, die verschiedenen frühpädagogischen Ansätze, egal ob jetzt im High-Scope-Ansatz oder die Regio-Pädagogik. Was ich mich aber frage, insbesondere bei der Kommune, die Kommune hat doch, also eigentlich hat jede Kommune in einem demokratisch verfassten Staat oder auch in anderen Staaten ein insgeheimes Interesse an Schaffung von human oder rein ökonomischem Kapital. Die Kinder, die jetzt in diesen Einrichtungen gehen, ich sage es jetzt bewusst auch vielleicht ein bisschen provokant, ich finde die Idee wirklich toll, aber ich frage mich natürlich, was hat die Kommune davon, ganz real ökonomisch? Die müssen doch dafür Sorge tragen, dass Kinder, ganz plump gesagt, fit für die Schule gemacht werden, dann meinetwegen für ein Studium, für eine Ausbildung. Und wenn diese Kinder, die dort dann dieses Leben genießen oder diese Lebenskultur, diese pädagogische Lebenskultur und nachher dann wieder beruflich auch in dieser Sparte arbeiten, ist es doch ein zirkulärer Kreislauf, weil die Kindergärten werden doch so oder so kommunal subventioniert, die schaffen ja kein eigenes Kapital, ich sage das jetzt wirklich zugespitzt, weil es ja in diesen ökonomistischen Kontexten eben auch bewusst von der Politik so thematisiert wird. Und mich würde eben interessieren, mit was für einem Hintergedanken da die Kommune an dieses Konzept herangeht. Weil Genossenschaft hin und her, die Kinder, die dort in den Kindergarten gehen, da glaube ich zumindest, gehe ich jetzt davon aus, dass die Kommune ein Interesse hat, dass diese Kinder auch irgendwie am gesamtwirtschaftlichen oder gesamtgesellschaftlichen Kapitalbildungsprozess beteiligt ist. Gut, es ist ja so, dass diese Einrichtungen schon vor sehr, sehr vielen Jahren zu den weltbesten Kindertageseinrichtungen ausgezeichnet wurden. Also es steht ja überhaupt nicht in Frage, dass dort exzellente Bildungsprozesse stattfinden. Das sehen Sie natürlich auch an den Ergebnissen, die beispielsweise die Zeichnungen, die Fähigkeit, sich verbal auszudrücken. Es ist ja nicht so, dass die Einrichtungen keine guten, also wenn ich Sie jetzt verstehe, ziehen Sie in Frage, ob vielleicht die Bildungsprozesse in den Einrichtungen nicht so gestaltet sind, dass da ein großer Erfolg hintersteht. Und das sehe ich nicht so. Ich glaube, geschichtlich kann man es nur verstehen, das ist nicht ein vorrangig ökonomisches Interesse. Und es ist auch keine ökonomische Frage, die da an erster Stelle zu beantworten wäre. Die Stadt selber hat ein hohes soziales Engagement. Es gibt beispielsweise eine durch Bürger gegründete sogenannte Wiederverwendungsanlage, die heißt Remedia.
Da spenden alle Firmen oder viele Firmen der Stadt Material, das beispielsweise zweite Wahl ist, in diese Wiederverwertungsanlage Remedia. Und aus dieser Einrichtung können die Pädagoginnen sich für die Kunstprojekte und für das Atelier kostenlos das Material holen, mit den Kindern zusammen. Und wenn Sie sich das vorstellen, auch die Frage, warum engagieren sich Bürger denn in einem Leitungsrat einer Einrichtung? Das kann kein ökonomisches Interesse sein. Wenn Sie sich vorstellen, dass der Leitungsrat ja auch besetzt ist mit Bürgern, die keine Kinder in der Einrichtung haben, dann kann es doch nicht darum gehen, dass das vorrangig ein ökonomisches Interesse ist, sondern es ist ein Interesse aus einem basissozialen und basisdemokratischen Verständnis heraus, sich für diese Einrichtungen zu engagieren. Und dieses Engagement, ich habe ja gesagt eingangs, das ist die Stadträtin, die das gesagt hat, ja, die in Deutschland mit war bei einer, es ist schon eine Weile her, bei einer Fachtagung, ist eine Stadträtin mitgekommen. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Die Fachtagungen kommen normalerweise schon gar nicht aus dem Ausland kommunale Politiker mit. Und sie hat diese Äußerung gemacht, dass die Identität der Stadt ohne die Kitas unvorstellbar ist. Aber ich glaube, wir wären ganz auf dem falschen Weg, wenn wir denken würden, das sei ein ökonomisches Interesse an erster Stelle. Es ist sicherlich mittlerweile auch ein ökonomischer Gewinn, der dadurch entsteht. Aber der fließt natürlich auch in die Einrichtungen wieder zurück, weil die Einrichtungen, Sie haben es ja anhand der Bilder gesehen, natürlich auch gut ausgestattet sind und weil es einen hohen Wert bedeutet, auch Einrichtungen zu bieten, den Kindern zu bieten, die ästhetisch schön gestaltet sind und die auch ein großes Raumpotenzial vorhalten. Die Einrichtungen sind in aller Regel viel von der Fläche her, Piazza und so weiter, viel größer als das, was sie an Kindertageseinrichtungen hier in Deutschland haben. Also ich glaube wirklich, dass diese Frage zum einen sehr komplex ist, die Sie gestellt haben, die Verflechtung der Entwicklung, der politischen Entwicklung in der Kommune mit der Entwicklung in den Kindertageseinrichtungen. Aber ich denke nicht, dass es vorrangig hier um eine ökonomische Frage geht, sondern es geht wirklich um soziales Engagement von breiten Gruppen in der Bevölkerung. Es sind Rentner, die beispielsweise in der Remedia die Öffnungszeiten sicherstellen, damit sich die Einrichtungen Glasperlen und Draht und Schläuche und was nicht alles für ihre Projekte dort holen können. Ich hoffe, ich habe die Frage damit richtig, also in Ihrem Sinne beantworten können. Und wie gesagt, ich empfehle sehr, wer sich für diese Frage der geschichtlichen Verknüpfung, auch welche Parteien und so weiter, wie hat sich das entwickelt in Reggio, da empfehle ich sehr den Michael Göhlich, weil er sich mit diesem Thema stark beschäftigt hat und das auch über die gesamte Zeit der Entstehungsgeschichte von 1912 an analysiert hat. Ich sehe auch keine Fragen mehr. Dann würde ich sagen, schließen wir das. Herzlichen Dank, dass Sie da waren und kommen Sie gut nach Hause. Sehr gerne. Thank you.